Heute, was geht ab, Leute? Hunger mit ein paar Neuigkeiten. Erstmal zum Community Day. Es gibt Shiny Dratini jetzt, sprich Shiny Dragonier, Shiny Dragoran. Wurde bestätigt. Und zwar ist in Asien bereits das Event. Und wie bei Pikachu, sehr, sehr viele Shinies am Start. Hohe Wahrscheinlichkeit. Blende ich hier ein. Ansonsten, ich bin in Pasing die 3 Stunden. Schaut vorbei. Ein paar Kollegen sind am Start. Und dann kam gestern auch noch eine andere Neuigkeit rein. Und zwar für eine Woche kommen Groudon und Kyogre zurück. Und dann sind alle drei, Groudon, Kyogre und Rayquaza, für eine Woche erhältlich. So, Trainer, es ist an der Zeit, eure Stärke unter Beweis zu stellen. Die legendären Pokémon Groudon und Kyogre können für eine begrenzte Zeit zusammen mit Rayquaza erneut in Raid-Kämpfen herausgefordert werden. Okay. So. Was heißt das genau? Ab wann sind die da? Also bis zum 5. sind sie da. Ich glaube ab heute schon. Moment, ich schau mal auf die Map. Und schau mal, ob da schon Groudon und Kyogre Raids zu sehen sind. Ja, Groudon und Kyogre. Also ab heute sind sie wieder am Start. Bis zum 5. März. Und ausgehend davon, welcher am meisten gefangen wird in der Zeit, am häufigsten, am öftesten, bis zum 5. März. Danach wird so eine Art Event freigeschaltet. Moment, ich habe das mal freigeschaltet gemacht. Das soll zu Event gehören. Und zwar ein Event, das nach dem Wetter geht. Ausgehend davon, wie gesagt, was man am häufigsten gefangen hat. Bei Rayquaza gibt es halt vermehrt Wind-Pokémon aus den Eiern. Also keine wilden Spawns, sondern wir reden über erhöhte Sachen aus den Eiern leider. Das heißt, man muss nochmal extra reincashen. Dazu kommen wir gleich. Niantic und deren Geldmacherei. Aber aus den Eiern kommen dann erhöhte Sachen. Bei Wind, bei Rayquaza eben, da haben die als Beispiel genannt Kindwurm. Gutes Beispiel, um Spieler zu locken. Also Kindwurm ist auf jeden Fall interessant. Dann Knackleon bei Boden, bei Sonne, also Groudon. Und Loturzel bei Wasser, also Kyogre. Bei Wasser fällt mir echt nichts Gutes ein. Aber Knackleon ist schon nicht schlecht. 100er Knackleon, 100er Kindwurm aber noch besser. Also ich bin für Rayquaza. Schreibt unten in die Kommentare, welche von den drei ihr am besten findet und welchen von den drei ihr am häufigsten machen wollt. Also ich Rayquaza, auch wenn ich noch einen guten Groudon brauche. Und zwar dringend. Und extra dafür gibt es dann natürlich neue Pässe, neue Boxen. Die sind ab heute Abend wahrscheinlich erhältlich. Oder vielleicht jetzt schon? Ich glaube nicht. Es gibt eine andere Box, die ist extra für den Community Day erhältlich. Mit 6 Glückseier, 6 Sternstab und so. Also genau gezielt für die 3 Stunden. Und danach müsste eine sehr saftige Box für Raid Pässe kommen. Bin auf die sehr gespannt. Aber das war es eigentlich schon wieder von mir. Ein paar Neuigkeiten, wie gesagt, schreibt unten rein, welche von den drei ihr am meisten machen wollt. Und ansonsten, nutzt das Event aus. Community Day, greifer Staub, das sollte man nicht vergessen. Shiny Dratini mit Dracometeor ist saftig. Gönnt euch ein paar von denen. Aber vergesst nicht den Staub. Vergesst auf jeden Fall nicht den Staub. Wie gesagt, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist dieses Business.